Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Forest mit mir WashboardLP. Yo, wir haben hier schon ein ziemlich gutes Stück gebaut bei unserer neuesten Festung. Also, hätten mal ganz eine Seite fertig gebaut von dem, was ich geplant habe. Aber egal. Ja. Hoch ich. Ach nee, das war die geklonte Axt, die hier drin gesteckt hat. Alles klar. Nehmen wir halt die mit, wenn es sein muss. Was haben wir noch im Inventar? Schokoriegel, Bomben. Apropos Bomben. Alk könnten wir mal wieder gebrauchen. Wie viel Stoff haben wir? 69. Das ist doch mal ganz gut. Leaves über 100. Gut, gut. Gut, gut. Also, ausgestattet sind wir ganz gut. 2681 Steps. Aber ich glaube, die sind pro Auf, also pro Laden. Ich glaube, es wird nicht mit abgespeichert, wie viele Schritte man gemacht hat. Wenn ich mich richtig erinnere. Außer vielleicht mittlerweile mit dem neuesten Patch, aber keine Ahnung. Müsste man mal beim Auge behalten. Nicht eben, sondern am. Am. Auf jeden Fall sieht der Baum hier richtig gesund aus. P to close, okay. Hoffe, du bist zufrieden. Gab ja mal eine richtig fette, eine noch fettere Axt als die Holzfäller-Axt. Aber ich glaube mit 0.03 oder so wurde die rausgenommen. Ob die jetzt wieder drin ist, weiß ich gar nicht. Müsste ich nochmal mich informieren. Mache ich eh nicht. Ja, dann wäre das mal geklärt. Dupp. Da ist das. Wo ist denn die nächsten? Irgendwo hin. Schön, schön. Eben dachte ich, da steht eine. Bisschen. Hallo, mach mal Licht an. Also die Baumpilze habe ich ja in dem Spiel auch noch nicht gesehen. Ah ja, doch, das sind. An so einem kaputten Baum. Also an so einem Baumstumpf, der etwas höher ist. Okay. Ganz da unten scheint der Stamm zu sein, oder? Hm? Ach so. Hier ist ja das unsichtbare Cockpit, wo man nicht durch kann. Oder ist das, soll das die Pflanze sein, die ploppt? Ne, ist es hier neben immer noch, hier immer noch. Okay, also hier ist das unsichtbare Cockpit, nehme ich mal an. Mit einer lustigen kleinen Platine für uns, die in der Luft schwebend spawnt. Jetzt brauchen wir nur noch Alk, dann ist das Leben auf dieser Insel auch ganz schön. Na, leg doch mal weg. Das Feuerzeug kannst du auch erstmal ausmachen. Jo. Dann wird der Baum noch weggefällt. Da wird ja so schön langsam der ganze Wald ausgedünnt. Dass nur noch die ganz kleinen Bäumchen hier sind. Vorteil ist, da können die Eingeborenen nicht hochklettern. Und selbst wenn, sehen wir es. Hilfe. Ich bin immer noch gebrandmarkt von der
Von der einen lustigen Situation. Was heißt hier lustig? Die war voll traurig. Und eigentlich war es langweilig. War nur ein bisschen seltsam. Oh, es wird langsam Abend. Okay, ein Baum geht noch. Am besten hier drüben irgendwie mal. Was hier schon wieder für ein Kahlschlag ist, ey. Nee, nee, nee. Oh. Den wollte ich eigentlich nicht. So, vielleicht können wir dafür den hier einpflanzen. Wäre ganz nice. Und hoffentlich ist eingepflanzt, ist mittlerweile abgespeichert. Das ist so ein lustiger kleiner Bärenbusch, den man da eingepflanzt hat. Auch nachhaltig drin bleibt und nicht auch beim nächsten Mal laden, ehe der weg ist. Ja. Heieiei. Stirb, Busch. So, Lade, also Frame. Einbruch kurz. Auch in dieser Folge. So, hier lasse ich mal ein ganz kleines bisschen Platz. Ungefähr so, dass man da nicht unbedingt stecken bleiben sollte. Aber dennoch. Ja, ich hoffe mal, das ist gut so. Um es da mal ein bisschen klammheimlich in die Länge zu ziehen. Ohne da großartig einen Stolperstein hinzulegen. Och, du solltest nicht die... Toll, jetzt werde ich sterben. So. Jetzt noch, nur noch, nur noch, nur noch, nur noch, nur noch, nur noch. Das da ein kleines bisschen näher dran. Ungefähr so. So, 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 so. Zack. Und dann fällt es eigentlich kaum noch auf. Zack, zack. War so klar. Manche Leute lernen was dazu und werden gut. Ich mach's einfach immer weiter. Ja, ein Taster hat eben ein bisschen gehangen scheinbar. So. Da hätten wir das mal. Und wie viel haben wir noch? 3. Damit lässt sich nicht gerade viel anfangen. Von daher. Und so, ne? Stirb. Busch. Ist übrigens kein politisches Statement. Der hat ja schon. Ach man. Warum lässt er sich trotzdem noch hin wieder mal über den Bush? Es gibt schon so viele Jahre der Obama. Nee, nee, nee. Hat ihm sein Name bietet sich auch für so Flachwitze an.
Okay, da glitzert noch eine. Und so langsam wird es ungemütlich. Das heißt, wir sollten langsamer zu Ende kommen. Ich überlege als noch, ob ich nicht vielleicht doch dann dort ein Hütchen reinbauen sollte. Da. Jetzt ist natürlich auch sämtliches Feuer ausgegangen. Hoffentlich. Mal kurz einölen und schlafen gehen. Jo. Das heißt, die Sonne geht auf, hoffe ich mal. Dann tun wir hier noch ganz schnell. So, 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 so. So sieht's doch gut aus. Hoffe ich mal. Zack. Ja, geht. Zack, zack. Schnapp, schnapp. Zack, zack. Schnapp, schnapp. Anzünden, jawohl. Zack, zack. So. Hier neben könnte man eigentlich durchaus noch irgendwo so ein fettes Hütchen hinbauen. Ich fange schon wieder an, größenwahnsinnig zu werden. Also eine gute Verteidigungsmauer haben wir ja schon mal. Die wir ausnutzen können. So, muss ich mal versuchen. Oh, okay, es wird Zeit. Langsam, da ich aufhöre mit der Aufnahme, also mit der Folge. So, spürt man davon was? No, nope. Ja. Und eigentlich kann man ja. Man kann hier doch oben drauf bauen. Konnte man irgendwie. Und der geht's nur bei geplant und das ist ja scheiße. Wenn es an einem Stück planen müsst. Damit es wirklich schön ist und dann gibt es da irgendwelche Bugs am Ende. Und da hat man gearscht. Okay, dann halt. Ja, überlege ich mir erstmal was. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.